Es war ein Machtkampf, den Justizsenatorin Anna Gallina für sich entschieden hat. Ihre engste Mitarbeiterin Katja Günther wird von ihren Aufgaben als Staatsrätin der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz entbunden. Wie die Sprecher des Senats mitteilten, befinde sie sich derzeit im Urlaub. Senatorin Anna Gallina werde jetzt von Alexander von Vogel unterstützt, der damit bis auf weiteres Staatsrat für die Bezirke und die Justizbehörde ist. Der Prozess für die bestmögliche dauerhafte personelle Besetzung solle respektvoll geführt und so schnell wie möglich abgeschlossen sein, hieß es weiter. Harsche Kritik kommt von der Opposition. Das ist im Grunde genommen hochgradig lächerlich, dass ausgerechnet diejenige, die kompetent, fachlich kompetent und gebildet ist, entlassen werden soll, wohingegen diejenige, die von Justiz keine Ahnung hat, bleiben soll. Und es kann nicht sein, dass da Frau Gallina ihre machtpolitischen Kalkül auslebt und am Ende die Justiz darunter leidet. Also insofern sollte er lieber Frau Gallina entlassen, als Frau Günther jetzt in den Zwangsurlaub zu schicken. Ich kann als Oppositionspolitikerin sagen, dass Frau Günther uns auch vor allen Dingen in der Corona-Pandemie auch immer wieder das Gespräch angeboten hat, uns informiert hat über aktuelle Entwicklungen und uns auch bestimmte Informationen gegeben hat, die für uns als Opposition einfach sehr wichtig waren. Und das müsste eben die Nachbesetzung auch ausmachen, die Nähe zur Opposition, also auch bereit zu sein, mit der Opposition zu kooperieren. Das hat Katja Günther eben gemacht. Laut Anna Gallina sei gegenseitiges Vertrauen die Grundlage für eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit in einer Behördenleitung. Dieses Vertrauen sei irreparabel zerstört.